Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier Blindverkostungen und wie bewerte ich sie? Indem ich einfach sage, was wäre ich denn bereit für diese Flasche zu zahlen. Aber heute mache ich keine Blindverkostung, sondern ein Review eines Whiskys und zwar eines deutschen Whiskys. Und zwar habe ich hier einen Portwein gelagerten Whisky, der 4,5 Jahre lang in einem Portweinfass war. Von der Brennerei Heinrich, also ein deutscher Whisky. Dies ist ein Single Malt Whisky, den ich auf einer Whisky-Messe gekauft habe. Sehr freundlicherweise hatten sie mir quasi die Flasche hier voll gemacht. Ich hatte aber natürlich die bezahlt, also soweit so gut. Und was kann ich noch dazu sagen? Er hat 40%. Das ist normal, also ganz normale Sache im Endeffekt, Single Malt. Ich will ein bisschen ein paar Worte noch zur Brennerei sagen. Die Gilmore Brennerei. Brennerei Heinrich. So. Und ich habe hier den Gilors Whisky, so nennen sie diesen Whisky. Und diese Brennerei gibt es schon ein paar Jahre. Also seit 2005 ist es eine Verschlussbrennerei. 2009 haben sie mit der Produktion des Single Malt Whiskys gestartet und 3 Jahre später, also 2019, hat man den ersten Single Malt auf den Markt gebracht. So, und der ist 4,5 Jahre, das heißt, da ist also schon ein bisschen länger im Fass gewesen und heißt nicht, dass es sozusagen der erste Whisky, der man einfach rausgehauen hat, sondern das ist halt ein, ja, Portweinfass. Sache. Den gibt es aktueller Stand heute im Mai. Ich glaube, das Video kommt im Juni raus. Ich habe im Internet geguckt. Den gibt es noch zu kaufen, was mich besonders freut. Ich finde es nämlich schön, wenn man Videos dreht von Whiskys, die man noch kaufen kann, wenigstens eine Zeit lang noch. Nur ein Wermutstropfen habe ich. Da kostet die 0,5 Liter Flasche 45 Euro. Das wäre hochgerechnet auf eine 07er Flasche, 63 Euro, ist über mein Limit. Ich war mir nicht sicher, ich glaube damals war so, weiß ich nicht, aber deswegen habe ich mir auch die geholt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich sie, jetzt präsentiere ich sie und außerdem möchte ich gerne, dass auch der deutsche Whisky ein bisschen unterstützt wird. Und das ist jetzt meine Unterstützung zum deutschen Whisky hierbei. Die Brennerei so, also hatte mir vor der Whisky-Messe eigentlich gar nichts gesagt, kannte ich vorher nicht. Und ja, ich kann mich noch an den Stand erinnern, der war eigentlich ganz hübsch gemacht. Also die Leute hinter der Theke waren sehr nett gewesen. Er ist fruchtig, leicht, ich rieche den Malz heraus. Ein bisschen Rosine. Obwohl es ein Portweinfass ist und nicht ein Sherryfass, ja, kein PX. Er wirkt aber ein bisschen leicht. Also er hat kein extrem breites oder tiefes Volumen. Er hat also wirklich diese hohen Töne, diese sehr Zitrus, kommt ein bisschen diese, ja, hier kriege ich gerade ein bisschen Pfirsich, gelbe Früchte also. Er hat eine schöne Fruchtaromen, das muss man einfach ihm lassen. So, dann wollen wir mal gucken, was dieser Whisky denn so auf meinem Gaumen denn so zu präsentieren hat. Er kommt schön fruchtig rein, hat eine sehr angenehm, also er ist auch direkt präsent. Das Schöne ist, er verändert sich dann auch im Mund etwas immer mehr, was jetzt
Dann kam eine, wie soll ich sagen, es war jetzt eine, ich habe dann ein bisschen Alkohol gespürt im Mittelgang. Und dann kam plötzlich eine richtig starke Süße. Also der Whisky hat so seinen Verlauf. Also wenn man den im Mund hat, dann lebt dieser Whisky. Also blind verkostet, weiß ich nicht, wie ich ihn bewertet hätte. Schwer zu sagen, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Whisky, der schon eine hohe Qualität hat. Ich weiß noch nie mal, ob ich ihn vom Alter her, also er hat einfach eine hohe Komplexität schon drin. Also für das, was, dass er nur 4,5 Jahre im Fass war, ich habe da das Licht, deswegen war ich mit dem Glas jetzt gerade draußen, wollte sehen, wie hier die Beine längs laufen. Das ist ein Problem, wenn man eine Sonnenbrille anhat. Aber ich würde mal sagen, also schön ölig runter. Er hat auch eine ölig, ist er im Mund, weich, ölig. Ganz zum Schluss kommt dann so ein bisschen, dass man merkt, dass er noch ein bisschen jung ist, aber ehrlich gesagt, nö, eigentlich nicht. Ich wüsste, ich könnte mir gut vorstellen, den würde ich nicht vom Alter her jung einschätzen. Also ich nicht. Also da ich ja eh keinen, also noch nicht so viele Whiskys getrunken habe, die sagen wir mal 20, 30, 40 Jahre alt sind und sage dann, ha, ich weiß jetzt, wie alt ein Whisky ist. Ich habe das Gefühl, das hängt an vielen Komponenten ab im Endeffekt. Vom Klima hauptsächlich und was für Fässer man hat und. Wie ist das Destillat? Ist das Destillat grundgut oder nicht gut? Ja. Und dieses Destillat hier, finde ich, ist wirklich gut. Er ist auch wirklich am Anfang sofort präsent, sofort da, aber er hat nichts Übertünchtes. Jetzt habe ich gerade im Abgang noch mal so eine Vollmilchschokoladennote gehabt. Also ich sage ganz ehrlich, was ich noch mal in so eine Notiz gemacht, reingeschrieben habe, da habe ich dann gefragt, ist er zu teuer? Also sagen wir mal so, für einen deutschen Whisky ist er nicht zu teuer. Also für einen deutschen Whisky ist er okay vom Preis her. Man muss einfach sagen, die Produktionskosten sind einfach höher. Schade, dass er über mein Limit gerade ist. Ich würde ihn sehr gerne in der Blindverkostung drin haben. Aber ich glaube, für jemanden, der deutsche Whiskys eine Chance geben will und für den 45 Euro für einen halben Liter ein Preis ist, was akzeptabel ist, ist dieser Whisky durchaus zu empfehlen, um mal zu sagen, hey, das kann auch ein guter deutscher Whisky sein. Man muss natürlich die Fruchtnoten mögen. Ich kann übrigens es nicht nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, ja, die deutschen Whiskys schmecken wie Obstler im Endeffekt. Das liegt dann an der Brennblase und so weiter. Ich finde das einfach ungerecht. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache nur Pot Still und brenne genauso wie die Schotten, dann kriege ich natürlich ein Produkt wie die Schotten raus. Und wenn ich sage, ich möchte ein schottisches Produkt haben, warum kaufe ich dann deutschen Whisky? Nämlich gar nicht, weil ich dann sage, da kaufe ich mir gleich das Original. Aber wenn man sagt, Whisky ist nicht schottisch, sondern Whisky ist ein Produkt, was vielfältig sein kann und auf eine vielfältige Art und Weise und auch einen Charakter, vielfältigen Charakter haben kann, dann ist für mich das mit diesem typisch deutschen Whisky. Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ich habe schon einige deutsche Whiskys hier ausprobiert.
welcher Feld, Aureum zum Beispiel, die einen bestimmten Charakter haben. Jobst habe ich hier. Ja, die haben einen ganz speziellen Charakter. Also das sind Hammerteile auf der Zunge, aber man muss Beric mögen. Zum Beispiel, die sind wer fruchtige, aber nicht leichte, sondern wirklich schöne, fruchtige, runde, süße Weine, nicht Weine, Whiskys haben möchte, ist das genau eine Brennerei, wo ich sagen kann, oder genau dieser Whisky, ja, Gilmore Single Malt in Portwein, eine Empfehlung, das einfach mal auszuprobieren. Vielleicht bei der nächsten deutschen Whisky-Messe. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr auch stattfinden wird. Da werde ich auf jeden Fall auch hinfahren. Und ja, da solltet ihr dann auch mal vorbeigehen und dann mal diesen Whisky oder von den auch andere Whiskys ausprobieren. Ich habe jetzt nur den hier gehabt. Naja, so ist das halt. So, jetzt gebe ich noch den letzten Schluck. Prost auf euch. Das war's dann von heute von Blind Whisky. Und ich kann nur noch sagen, tschüss.